Allgäu TV Spezial. Ich habe in der Zeitung von Birgit Hehl aus Memmingen gelesen und mir war sofort klar, dass ich sie gerne kennenlernen möchte. Ich bin nämlich eine echte Naschkatze und Birgit Hehl ist die erste und einzige Schokoladensommelier im Allgäu. Deswegen kennt sie sich nicht nur super mit Schoki aus, sondern sie stellt in ihrer Schokoladenküche auch feinste Schokolade und Pralinen her. Als ich sie angerufen habe, hat sie mich prompt zu sich nach Hause eingeladen. Ein Schokoladensommelier ist geprüft auf die Sensorik, spezialisiert auf die Sensorik. Das heißt, mit allen Sinnen schmecken, riechen, sehen und fühlen die Schokolade. Und die Kombinationen, was passt zur Schokolade, welche Schokolade passt wiederum zu was. Birgit Hehl rührt in ihrer Schokoladenküche eine selbst kreierte Rohkostschokolade ohne Zucker an. Diese stellt sie aus ganzen gerösteten Kakaobohnen her und jeden Arbeitsschritt, wie das Zerkleinern der Bohnen, macht die Memmingerin von Hand. Was als private Leidenschaft begann, ist nun die Berufung der 46-Jährigen. Als mein Werdegang, ich komme aus der Lohn- und Finanzbuchhaltung beruflich und habe dann die Teilmeisterprüfung vor der Konditoreninnung abgeschlossen. Und dann habe ich 2017 gesehen, dass es da eine Ausbildung zum Schokoladensommelier gibt. Da war ich dann aber leider zu spät dran mit der Anmeldung. Da war dann der Kurs schon voll und habe mich dann für 2018 angemeldet und bin einer der ersten Quereinsteiger, wie man mich nennt, die den Schokoladensommelier gemacht hat. Ja. Die nötige Erfahrung brachte sie mit, denn eigentlich dürfen nur Konditor und Bäckermeister an der speziellen Ausbildung teilnehmen. Birgit Hehl brennt für Schokolade und machte sich deshalb vor kurzem selbstständig. Im Sortiment hat sie nicht nur Schokotafeln, sondern vor allem hochwertige Pralinen, die mit Supermarktware nicht zu vergleichen ist. Also die günstige Schokolade, die sehr günstige Schokolade, besteht eben nicht nur aus 100% Kakaobutter wie meine, die ich verwende, sondern sind auch Fremdfette drin, die Schokolade natürlich von der Wertigkeit, vom Geschmack natürlich sehr reduzieren. Und ich nehme nur Schokoladen, die 100% Kakaobutter enthalten. Kakaobutter hat den Nachteil, dass es sehr kostspielig ist und deswegen für günstige Schokoladen einfach nicht tragbar. Die erste und einzige Schokoladensommelier im Allgäu werkelt zwar eigentlich allein in dem ehemaligen Hobbykeller, aber sie gibt auch Pralinenkurse für Schokoliebhaber. Also das Schönste an den Kursen ist dann, wenn die Leute zusammenstehen, weil wir ja alles im Kurs zusammen machen. Und wir füllen die Pralinen oder die Teilnehmer füllen die Pralinen und es ist ganz still. Und man merkt, wie jeder so meditativ in die Schokolade versunken ist. Und dann, wenn zum Schluss die Pralinen aus der Form geholt werden, wenn die dann rausfallen, rauskullern, glänzen, toll verziert sind und die Leute wissen, die Teilnehmer, das haben sie selber gemacht, das sind ihre Pralinen. Und dann die glänzenden Augen. Ein Merkmal der handgearbeiteten Pralinen ist nicht nur der Glanz, sondern der sehr dünne Hohlkörper. Daran könne man die Qualität einer Praline auch als Laie erkennen, so die Schokoladenköchin. Der richtige Herstellungsprozess der Pralinen ist eine Wissenschaft für sich. Zuerst muss die Schokolade im Wasserbad oder wie bei Birgit Hehl im Schmelzgerät auf 45 Grad erhitzt und geschmolzen werden. Dann muss das Rohmaterial wieder auf 28 Grad abgekühlt werden, damit sich die richtigen Kristallformen bilden, die für die glänzende Oberfläche und die Härte der Schokolade zuständig sind. Die Schokoladensommelier reduziert die Temperatur, indem sie die Schokolade auf einer kalten Marmorplatte bewegt. Natürlich kann man auch rühren, bis die Temperatur erreicht ist. Birgit,
Birgit hat mich jetzt eingeladen, ihr aus nächster Nähe über die Schulter zu schauen, weil hinter der Kamera sehe ich gar nicht so gut, was hier passiert. Und ich möchte natürlich auch ein bisschen helfen. Was machst du denn jetzt gerade genau? Also ich poliere jetzt die Pralinenformen für die Hohlkörper. Die müssen vorher poliert werden, die müssen komplett fettfrei sein und dürfen keine Fussel sein. Und dann glänzt die Schokolade danach. Also das muss richtig quietschen. Weißt du es? Mhm. Genau. Wie genau geht es denn jetzt weiter? Genau, jetzt sind die Formen poliert. Jetzt füllen wir sie mit Schokolade. Und jede Form, jede Mulde muss voll sein mit Schokolade, dass wir auch einen schönen Rand bekommen. Also du machst die jetzt randvoll? Ja. Da muss man relativ zügig arbeiten, weil die Schokolade jetzt schon anfängt, an der Form anzukristallisieren. Das heißt, sie wird da dann schon fest. Jetzt klopfe ich die Form und man sieht hier die Luftblasen, die aufsteigen, auch von unten. Wenn die Luftblasen mehr kommen, wird sie umgedreht. Es gibt doch eine Sauerei. Ein bisschen Sauerei gibt es immer, aber man muss sich auch trauen, in die Schokolade zu fassen. Und dann sieht man, wie die Schokolade aus der Form wieder rauskommt. Das heißt, es darf nur eine dünne Hülle bleiben. Je dünner, je schöner. Also mache ich die Form sauber und dann kommt es auf die Arbeitsfläche. Und hier brauche ich eine schöne glatte Oberfläche. Das heißt, ich fahre hier einfach noch mal einmal rüber. Ich habe hier jetzt eine schöne glatte Oberfläche, die wichtig danach ist, wenn ich die verschließe. Und ich habe hier, wie man sieht, eine ganz dünne Wand, Schokoladenwand. Wie oft hast du das jetzt schon gemacht, bis du das mit so wenig Sauerei und so in Perfektion hinbekommst? Bestimmt hunderte Male. Am Anfang habe ich nur eine kleine Schüssel genommen und dann habe ich die ausgeleert und dann kam natürlich die ganze Schokolade außenrum. Mit so einer Wanne ist das natürlich einfacher. Man könnte es auch einfach auf die Fläche tropfen lassen. Aber die Schokolade muss dann komplett neu temperiert verarbeitet werden. Deswegen, wenn ich halt mehrere Formen gieße, gieße ich immer wieder zurück. Wir haben jetzt die Hohlkörper im Kühlschrank ausgehärtet und Birgit hat schon die Füllung für uns vorbereitet. Was gibt's denn für eine Füllung? Wir haben hier ein selbstgemachtes Haselnuss-Nougat mit dunkler Vollmilchschokolade. Was ist denn in der Füllung alles genau drin? Geröstete Haselnüsse aus dem Piemont, dann die sind karamellisiert, geschreddert, gewalzt, dass ich ein Nussmus, ein ganz cremiges Nussmus habe. Das wird mit Schokolade vermengt im richtigen Verhältnis, dass es nicht zu fest wird, aber auch nicht zu ölig. Und schon hat man Nougat, selbstgemachtes Nougat. Ich merke, du brennst richtig für deine Zutaten. Schmeckt es dir eigentlich noch? Hast du noch täglich Lust auf Schokolade? Ja, die Lust an Schokolade ist nicht vergangen. Jetzt in der Vorweihnachtszeit oder in der Weihnachtszeit ist natürlich schon so, dass es auch was Deftiges daneben stehen muss. So. Wichtig ist, dass die Füllung, Ganache, wie es im Fachbereich heißt, nicht zu warm ist. Das heißt, wenn die jetzt zu warm wäre, dann würde mir jetzt die Schokolade hier gleich wieder wegschmelzen. Das heißt, ich mache dann immer hier den Innenarmgriff. Das spürt man dann, das muss schön angenehm sein. Wenn es jetzt hier, genau, lau. Wenn es jetzt hier zu warm wäre, dann müssen wir es nochmal abkühlen. Gut zudrehen, dass nachher, wenn wir den Spritzbeutel halten, hier nicht alles rauskommt. Genau, alles schon passiert. Die nächste Sauerei. Genau, jetzt schneide ich hier nur eine Spitze ab. Und dann werden die Pralinen-Hohlkörper gefüllt. Wichtig ist, 1 bis 2 mm unter dem Rand, damit man es, wenn man es dann mit Schokolade verschließt, der Boden nicht zu dick wird. Also Millimeterarbeit. Genau. Und jetzt darfst du. Okay. Also wie gesagt, wichtig ist hier zugedreht gut halten. Richtig schön so halten. Genau, ich halte das oben erstmal zu. Und dann in die Form rein. Und ich sage immer, diese Hand hält nur zu und diese drückt und führt. Okay, ich probiere es einfach mal. Ich glaube, ganz so sauber wie bei dir wird es nicht.
Übung macht den Meister. Es läuft jetzt hier besser, als ich dachte. Man muss ja einfach hinten genug Druck drauf geben und vorne rechtzeitig zuhalten. Dann geht's. Oder Birgit, wie stelle ich mich an? Gut, fürs erste Mal sehr gut. So, jetzt sind sie gefüllt, jetzt müssen die auskristallisieren und das am besten über Nacht an einem kühlen Ort stehen lassen, einfach ruhen lassen und morgen können wir dann die Pralinen deckeln, nennt sich das, also verschließen und dann aus der Form holen. Aber du hast ja schon was vorbereitet, dass wir gleich direkt weitermachen können. Genau, und zwar auch diese Nougat-Pralinen und die sind schon seit gestern stehen, die sind auskristallisiert und die können jetzt gedeckelt werden. Da kommt ja jetzt noch der Deckel drauf. Genau, wir nehmen jetzt die Schokolade, wieder temperiert, wieder wichtig, die muss ja vorher temperiert sein und verschließen die Pralinen, stellen sie kurz kühl und dann können wir sie aus der Form holen. Ich zeige es dir einmal. Macht es dir eigentlich noch Spaß, die Pralinen zu machen? Ja, immer noch. Mehr denn je. Und auf was legst du jetzt besonderen Wert? Ich habe schon gerade gesehen, du bist sehr genau, aber gibt es irgendeinen Arbeitsschritt, wo du sagst, der muss absolut sitzen? Also mittlerweile einfach das Gießen und das Temperieren. Also beim Gießen, Temperieren, das ist einfach die Form, die Pralinen kommen nicht mehr aus der Form, wenn es nicht richtig temperiert ist. Also wenn eine Praline nicht aus der Form fällt, muss man sie rausspülen. Und dann ist kriegt sie man sie nicht mehr weg. Ja. Genau. Also einmal die Schokolade drauf, dann in einem Zug verschließen, die Seiten wieder sauber machen. Okay, ich sehe jetzt, hier sind noch kleine Löcher. Genau, das kommt, weil ich von einer Richtung komme, deswegen drehe ich immer und dann komme ich von der anderen Richtung. Und schon sind sie verschlossen. Super. Und wie lange muss das jetzt nochmal aushärten, bis sie fertig sind? Ich stelle es im Kühlschrank für 20 Minuten und dann kann man sie aus der Form holen. Wie geht's jetzt weiter? Also die sind jetzt fertig auskristallisiert. Jetzt biege ich ganz leicht die Form, dass sie sich von der Form besser lösen. Es ist ein kleines Knirschen, ist aber kaum zu hören. Und dann stürze ich sie im Prinzip auf das Papier und im besten Falle kullern alle aus Eimer raus. Dann gucken wir mal. Gut, Achtung. Perfekt. Wow. So soll es sein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die wie gemahlen aus dem Kühlschrank kommen. Die sehen wirklich super aus. Genau. Ja, danke liebe Birgit für diesen wunderschönen Nachmittag bei dir hier in der Schokoladenküche. Und Ihnen, liebe Zuschauer, sage ich Dankeschön fürs Einschalten und bis bald. Mmh.